interessant ab. In diesem Video seht ihr eine elektronische Anwendung von Cashstation.de und VoiceModule.de. Ich möchte hiermit zeigen, dass auch der Anschluss eines Kopfhörers an das Modul möglich ist. Die Lautstärke der Aufnahme müsst ihr dabei anpassen bzw. reduzieren, sonst gibt's einen Tinnitus. Diese Station könnte man so wie sie hier ist gut verbauen. Welcher Muggel hat schon immer Kopfhörer dabei? Viele weitere Stationen rund ums Geocaching, aber auch andere Anwendungen für Voice- und Soundmodule findet ihr auf der Homepage von Ubigos. Im Voice-Modul Shop oder unter YouTube/Ubigos. Hallo, ich bin's wieder. Ich habe Chantal.